starten wir mit einem kleinen Quiz. Welchen Mercedes sehen wir hier? Na gut, die Dachzeile über dem Video hat es bereits verraten, aber es ist nicht einfach auf den ersten Blick, dieses Auto als E-Klasse Cabrio auszumachen. Und eventuell ist das auch schon der größte Kritikpunkt. C-, E- und S-Klasse Cabrio sehen sich schon sehr ähnlich. Der Erfolg spricht dennoch für das Mercedes-Design und das E-Klasse Cabrio steht ohnehin nicht für die Riege der Achtung-hier-komm-ich-Autos. Das Cabrio ist viel klassischer und in einigen Details auch deutlich wertvoller geworden. So viel kann ich an dieser Stelle schon verraten. Und es darf endlich wieder auf der E-Klasse-Plattform stehen. Der Vorgänger, der war ja so eine Mischung aus C- und E-Klasse. Aber der hier, der darf wieder die volle Technikbandbreite der Oberklasse mit sich führen. Und das sorgt vor allem für eines. Er wird nämlich länger. Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue E-Klasse Cabrio jetzt mit 4,83 m 12,3 cm länger. Der Radstand ist um 11,3 cm gewachsen. Dazu ist der Wagen 7,4 cm breiter. Platz, der vor allem den Passagieren im Innenraum zugutekommen soll. Die E-Klasse mit Stoffkapuze will wieder oben ohne Vergnügen für die gesamte Familie sein. Vier Erwachsene bis 1,90 Meter Körperlänge sollen hier reinpassen. Und wer das Dach geschlossen hält, kann sogar noch 385 Liter Sonnenmilch mitnehmen. Grundsätzlich wollen wir aber natürlich Frischluftzufuhr. Das heißt, wir müssen das Verdeck aufmachen. Wir haben das schon mal vorbereitet, ganz einfach, um das hier zu zeigen. Dann hat man nämlich nur noch 310 Liter statt 385. Man muss also ein bisschen Sonnenmilch rausschmeißen. Oder aber man verabschiedet sich von dem ein oder anderen sozialen Kontakt, lässt die Kinder mit der Bahn nachfahren. Dann kann man nämlich hier diese beiden Knöpfchen drücken und tatsächlich die Rückbank umlegen. Wie schlau ist das denn? Vielleicht dann doch besser mit leichtem Gepäck reisen. Genau das kann man nämlich perfekt mit diesem Cabrio reisen. Wir sitzen im E300. Unter dem langen Deckel vor der Windschutzscheibe arbeitet ein Vierzylinder-Turbo mit 245 PS. Von 0 auf 100 geht es in 6,6 Sekunden. Spitze sind erwartbare 250 km/h. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 6,8 Litern an. Ein Wert mit einer 8 davor ist im Alltag machbar. Denn auch wenn Mercedes neue Sportlichkeit propagiert, die Vierlenker-Vorderachse den Wagen perfekt in den Kurven abstützt, und man dem Cabrio auch bei der Steifigkeit absolut keine Vorwürfe machen kann, wer jetzt meint, die nächste Serpentine zur Rennstrecke umzufunktionieren, der sollte sich an das stolze Gewicht von fast 1,8 Tonnen erinnern und sich die damit einhergehenden Leiden der Bremse vor Augen führen. Das hier ist tatsächlich eher so ein gemütliches Auto, möchte ich meinen. Also der alte Spruch heißt ja, Länge läuft. Und der Hashtag läuft, der gilt auch hier. Denn zum einen ist der Wagen halt eben sehr lang und Mercedes hat auch auf die Abstimmung komfortabel geachtet. Und dementsprechend ist das hier so eine Art rollende Wellness-Oase. Klar, man kann hier über den Dynamik-Button auf Sport oder Sport Plus umstellen. Und sie haben auch ein bisschen bei der Vorderachse was getan, dass sie sich so reinkrallt in den Asphalt und man möchte dann auch im Zweifel mal die eine oder andere Kurve ein bisschen sportlicher nehmen. Aber ehrlich gesagt ist das nicht sein Naturell. Eigentlich ist das eher so eine Art fahrende Chill-Out-Area. Je nach Bedürfnis und natürlich auch je nach Geldbeutel gibt es diverse Extras, die den Aufenthalt an Bord eines E-Klasse Cabrios komfortabler machen. Das fängt mit den Sitzheizungen an, nicht nur vorne, sondern auch auf den Rücksitzen. Es geht über das Gebläse in den Kopfstützen, wobei sich die Luft wie ein Schal um den Nacken legt. Und natürlich darf auch dieser kleine Extra-Spoiler nicht fehlen. Er soll den Luftstrom über die hinteren Sitze führen, sodass man hinten auch ohne Zement in den Haaren mitfahren kann. Alles nichts Neues bei Mercedes, aber eben auch in diesem Auto an Bord. Es gibt aber natürlich auch diverse digitale Highlights. Das fängt natürlich mit diesen beiden großen Bildschirmen hier vorne an. Der rechts ist immer serienmäßig, der links hier, der muss dazugekauft werden, kostet rund 1000 Euro Aufpreis. Dazu muss man dann aber auch das große Navi bestellen, also nochmal gut 3000 Euro. Also kein günstiges Vergnügen und auch im E-Cabrio nicht serienmäßig. Serienmäßig dagegen ist die 9-Stufen-Automatik und die gefällt mir auch in diesem Auto richtig, richtig gut. Man kann natürlich noch ein paar Kreuzchen machen bei den Assistenzsystemen. Damit fährt das Auto theoretisch sogar bis 210 km/h teilautonom. Das heißt, man müsste nicht mal lenken, Gas geben und den Abstand zum Vordermann hält er auch. Würde ich jetzt hier auf den Serpentinen nicht unbedingt machen. Das ist nicht so sein Terrain, aber vorhin auf der Autobahn haben wir das mal ausprobiert. Und man muss sagen, das geht schon relativ lange richtig gut. Also der Wagen kann schon von alleine fahren. Dabei ist das gerade einmal Level 2 beim autonomen Fahren. Schon beim Facelift wird das Auto noch mehr alleine können.
Ein Glück gibt es noch keine autonomen Testfahrten, weil sonst müsste ich ja gar nicht mehr hierher kommen und dürfte auch gar kein Cabrio fahren. Leider gibt es noch keine autonomen Einnahmequellen. Daher muss man noch für sein Geld arbeiten oder vielleicht im Lotto gewinnen. Denn als E300 kostet das Cabrio schon 60.214 Euro. Und da muss man sich das oben offen fahren schon wirklich leisten wollen. Ein C-Cabrio ist immerhin 8.000 Euro günstiger. Aber da kann man sich den Anschaffungspreis auch nur durch zwei teilen. Hier gibt es die Chance auf ein Carsharing zu viert.